Bei uns am Balkan war Burek nicht nur Essen, nicht nur ein Gericht. Das war wie ein Dokument. Zum Beispiel, wenn bei uns ein Mädchen keine Burek machen könnte, die könnte nicht heiraten. Niemand wollte sie haben. Niemand. Also zuerst Burek machen, dann kannst du heiraten. Keine Burek, keine heiraten, dann kannst du unten kratzen. Aber das war früher, vor ein paar Generationen. Bei uns jetzt auch nicht wichtig. Hauptsache oben und hinten groß. Alles andere niemanden interessieren. Seit unsere Frauen diese Oklagia, womit man Burek machen, auf Seite legen und Handy in Hand nehmen, bei uns alles kaputt gegangen. Und jetzt gehen zum Balkan, Bäcker mehr Balkanfrauen kaufen Burek als Männer. Unglaublich, aber wahr. Unglaublich. Und meine deutschen Kollegen sagen, ich würde gerne eine Balkanfrau heiraten, die gut kochen. Mein Freund. Die gut kaufen jetzt. Nichts kochen. Kochen vorbei. Jetzt gut Sachen machen, aber mit kochen leider vorbei. Aber zum Glück kann man kaufen.